Boah, mh. Oh, so leckeres Essen. Alter, ich hätte so Bock, mir so geile Scheiße reinzuziehen, das zu essen. Oh, guck dir mal das an. Aber Problem ist, ich bin ultra fett, Mann. Kann man nicht einfach so Kalorien essen? Obwohl, ich bin doch YouTuber. Ich nutze es einfach als Ausrede, um richtig geil zu fressen heute. Und außerdem kann ich das ja auch als Ausrede nutzen, um ein paar Frauen anzufassen. Lasst unsere Frauen in Ruhe und fasst lieber mich an. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und auf dieses Video habe ich mich schon lange gefreut. Weil heute gibt es für mich persönlich und auch für euch ein absolutes Spektakel. Weil ich darf mich heute endlich mal ohne Gnade vollfressen. Ihr kriegt heute eine Food-Challenge, aber gleichzeitig auch den puren Genuss. Weil ich möchte heute mit euch gucken, wie viele Kalorien schaffe ich in 10 Stunden. Allerdings Genießer-Edition. Eine Kuh ist gestorben, lecker. Gefühlt bei jeder Kalorien-Challenge geht es ja wirklich darum, sich krank voll zu fressen mit den Sachen, die am wenigsten Volumen haben, aber am meisten Kalorien. Zum Beispiel Nüsse. Und das ist ja auch verständlich und geil. In meinen Food-Challenges will ich natürlich 100% geben, richtig reinknallen, fressen, 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 damit wir in 10 Stunden auch wirklich ein geiles Ergebnis kriegen. Aber ich habe zum Beispiel gar keinen Bock mehr, jetzt irgendwie so eine Torte am Morgen oder so einen Kack zu geben. Sondern ich will bei dieser Kalorien-Challenge den Genuss mit einbringen und Sachen fressen, die ich gnadenlos fressen würde, wenn ich Kalorien nicht an muss. Und genau das will ich mir heute verwirklichen. Wisst ihr, Leute, ich habe einen Fetisch. Die sehen das. Ah, nein. Und zwar lieb ich Bäcker. Oh Gott, ich liebe Backwaren so extrem. Gemein, Bäcker sind sowas von geile Menschen, ne? Ich würde die gerne am liebsten selber backen und einfach nur küssen und ablecken. Außerdem mein Hund. Ich würde so geile Scheiße essen, die süßen Sachen, dann hier die... Ich träume wirklich davon, aber ich kann es natürlich nicht machen, Leute, weil Scheiße hat so dermaßen krank viele Kalorien und ich würde einfach nur platzen. Aber wir haben ja heute die Challenge. Das heißt, ich gehe jetzt einfach zum Bäcker. Ich weiß, was ich laufe schon, weil ich bin so bereit, ich laufe schon. Oh, guck mal da, Digga. Ich habe jetzt die Ware, allerdings brauchen wir ein schönes Plätzchen, wo wir es verspeisen können. Spaß, Mann. Ich würde doch nie auf Toilette essen. Ich zeig dir jetzt den schönen Seenort, meine ich hier. Oh, das sieht aber hier schon wirklich sehr schön aus. Hier geil am Hafen, eine geile Baustelle. Und das Video startet um 14.26 Uhr. Das heißt, wir haben ab jetzt 10 Stunden lang bis 0.26 Uhr so viele Kalorien zu essen wie möglich. Und den Start des Videos macht eine wunderbare, leckere Mondschnecke. Ich bin wirklich, Leute, verfallen. Ich liebe Mondschnecken. Da würde ich wirklich einfach nur schwach. Das ist ein Gebäck. Innen drin hast du Mond, Zuckerguss. Sau ungesund, aber sau lecker. Da rein. Du hast eine Mischung aus wahnsinnig viel Zucker, aber auch diesen geilen Mohn. Und umso weiter die vorarbeitet, machen wir mal. Umso mohniger wird im Käppchen. Das rundet alles perfekt noch ab. Oh, ein genussvoller, leckerer Start. Und die Mitte, die fällt jetzt so raus. Ja. Am liebsten würde ich jeden Morgen davon eine essen. Wie viele Kalorien hat er so eine? 3. Schön wär's, ich habe mal nachgegoogelt. Also angeblich sind 726 Kalorien pro Stück. Wenn sie 100 Gramm wiegt, hat sie 427 Kalorien. Ich habe später noch im Video ein bisschen detaillierter gemessen und Bogen und alles. Ich muss sagen, beim ersten Ding habe ich echt ein bisschen Freestyle gemacht. Sagen, es hat ein bisschen mehr als 100 Gramm gewogen. Deswegen mit 500 Kalorien gehen wir, glaube ich, einen guten Mittelwert ein. Heute ist Genusstag. Deswegen habe ich mir noch eine zweite geholt. Schreib mir mal in die Kommentare, was würdest du, Fettsack, essen, ne? Wenn du weißt, keine Konsequenzen. So, von der Konsistenz sieht das aus wie Brei. Das hat 0 Kalorien. Also, es hat 0 Kalorien. Du kannst essen das Gericht, was du möchtest. Wie eine leckere Tomate. Schreibt mir super, super gerne mal in die Kommentare. Die ist zwar lecker, fehlt mir aber so ein bisschen mehr Mohn. Haben sie echt ein bisschen geil mit dem Mohn? Oh, ist das geil. Und da ich meine Heimatstadt Hamburg wirklich unglaublich doll liebe, gehe hier rum, ich kenne jede Ecke, ich weiß, da hat der hingepisst und hier hat der hingepisst. Ich muss eingestehen, ich habe da in die Ecke, wollte ich hinstrollen. Will ich euch mal ein Gebäck aus meiner Stadt zeigen. Franzbrötchen. Ein Gebäck aus Zimt und Zucker, unglaublich lecker, hat ungefähr 350 Kalorien und ich weiß, Leute aus Bayern werden sagen, Weißwurst. Nicht Weißwurst. Ah, Hammer, 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 Hammer. Ich schwöre, das Ding wurde nur erschaffen, damit du es mit einem Käffchen essen kannst. Zimt, da ist so Zucker, ey. Aber simpel, aber so lecker. Die einzige Scheiße in das Franzbrötchen, ne? Warum auch immer? Ich habe ein bisschen Rosinen reingetan. Ich hab nichts gegen Rosinen. Aber hier ein Franzbrötchen. Treff mich doch auch nicht mit deiner Mutter und steck hier Rosinen in den Mund. Bitte das nicht öffentlich machen. Man hätte natürlich jetzt irgendwie Nüsse essen können oder das und das zu Frühstück essen können, um viele Kalorien zu speichern. Das ist auch schlau, aber ich schwör's euch, das ist zum Beispiel mein Traummorgen. Häffchen, dazu geiles Gebäck. Für diesen Genuss würde ich ein Like da lassen. Ich starte wirklich nah und reich an Proteinen. Das ist ein unglaublich geiler Tag. Aber der Tag sollte noch einige Wendungen nehmen. Und ich muss unfassbar auf Toilette. Ich bin satt. Boah, ist der nächste Morgen. Mein Doppelkind platzt raus, ey. Das Blöde, aber gleichzeitig Gute ist auch, wenn du Gebäck isst, dann geht's schön in deinen Magen und dann geht es auf. Und dadurch bist du lange Zeit gesättigt. An sich geil, aber Problem ist ja, bei der Challenge haben wir natürlich auch ein bisschen Druck. Weil wir haben nur 10 Stunden Zeit, so viele Kalorien zu essen wie möglich. Deswegen ist jetzt dick, fett, gesättigt sein eigentlich nicht so geil. Die Polizei findet das auch nicht gut. Egal, ich habe heimlich die Polizei gefilmt, Mann. Ich bin ein echter Gangster. Ich gucke Filme ab 16 Jahren, obwohl ich 14 bin. Aber um der Sättigung entgegenzukommen, gehe ich jetzt extrem viele Schritte. Ich habe zwar schon 5000 Schritte, weil ich heute schon ein bisschen was gegangen bin. Mal gucken, wie das am Ende des Videos wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Jetzt allerdings spielen wir ein bisschen Pokémon Go nebenbei. Oh, in Belgorath. Oh, ein geiler Wurf. Ja. Ja, der Bund ist auch ein Digga. Ich werde auf deiner Mutter werde ich Schlitten fahren. Ah, das Wetter in Hamburg macht die Challenge aber nicht leicht. Keine Sorge, ich gehe trotzdem meine Schritte. Ich habe mich auch gut vorbereitet. Ich habe extra einen Regenschirm dabei. Ja, Vorbereitung ist alles. Ich bereite mich
mich wirklich immer gut auf meine Videos vor. Ich habe zum Beispiel auch deine Telefonnummer. Hörst du es klingeln? Ja, stimmt. Hallo? Ja, ich hab's verstanden. Und natürlich habe ich mich auch noch gewogen, Leute, damit wir natürlich sehen können am Ende des Videos, wie viel ich dann zugenommen habe. Ich wieg mich ja gefühlt nur im Video, weil jeder Fettsack weiß, das ist unser größter Erzfeind. Das stimmt schon. Boah, sagen wir mal 104 ungefähr. Ja, was hast du erwartet? 90, 80, 90 wie bei einem Model? Ja. Nee, Mann, ich bin einfach nur Fan. Und genau gerade geht einfach 20 Euro von meinem Konto weg für den neuen Get On My Level Merch. Nein, die 20 Euro gehen an die Welthungerhilfe. Weil bei jeder Kalorien-Challenge, die ich mache, fresse ich mich ja wirklich eigentlich voll. Während andere Menschen hungern. Deswegen dachte ich mir, pro 1000 Kalorien, die wir heute essen, spende ich 20 Euro an die Welthungerhilfe. Und wir sind ja jetzt schon bei 1350 Kalorien. Das heißt schon mal, 20 Euro geht weg. Und es ist weg. Der Morgen hat mich echt scheiße glücklich gemacht. Diese geilen Mondschnecken. Das leckere Franzbrötchen. Ach, ich weiß nicht. Ich muss echt ganz ehrlich sagen, ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir, ey, Mann, ich habe echt ein richtig tolles Leben. Mit all den Struggles mit Madeira und die ganzen Scheiß. Die Videos machen unfassbar Bock. Nicht nur zu drehen, sondern auch selber zu schneiden. Ganz recht. Deswegen kriegt ihr hier zur Belohnung einen Clip von Apo Red, wie er früher mit langen Haaren aussah. Ihr habt ein Problem mit mir? Euer Feedback ist natürlich geil. Und ihr fetten Schwein ermöglicht mir dieses Leben. Deswegen ganz fette, leckere. Warte, Umarmung. Ey, warte, nee, du willst jetzt. Ey, Alter. Wir sind ja schon 2 Stunden der Challenge. Ich habe aber jetzt 11.000 Schritte schon drin. Und ich hätte Bock auf die nächste Mahlzeit. Wir müssen zum Italiener, aber nicht zum Restaurant. Sondern ich will mit euch zum italienischen Supermarkt. Da hole ich mir wunderbare frische Pesto und... Ich weiß, dass einige von euch nicht von meiner Kochkunst überzeugt sind, aber ich schwör's euch, Leute. Ein bisschen Spaghetti machen. Wer das nicht schafft, der hat Kontakt mit Minderjährigen. Yes, yes, liebe Friends, was geht ab bei euch? Topf mit Wasser. Wasserblubber. Exakt 400 Gramm Nudeln. Der aktive Genießer-Zuschauer weiß ganz genau, was jetzt kommt. Habe mir absolutes reines Gold gekauft, allerdings in einer grünen Form. Und zwar heiliges Pesto. Meine absoluten megamäßigen Monster-Fettsack-Zahlen. Jeden Tag, ich lüge, jeden beschissenen Tag Nudeln mit Pesto gegönnt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ich sah nicht umsonst so aus. Halt, ever. War eine andere Zeit. Ich meine, so aus, also ich war wirklich, Alter, ich war verpickelt, ich war fett, ich war am Ende. Weil diese Scheiße natürlich hardcore viele Kalorien hat und echt nicht so gesund auf Dauer ist. Aber es ist halt ultra brutal lecker und heute will ich zwar viele Kalorien, aber auch den ultimativen Genuss. Nudeln haben 360 Kilokalorien pro 100 Gramm. 360 mal 4 sind wir bei 1440 Kalorien. Und jetzt kommt das Kranke, und zwar Pesto. Natürlich genauso viele Kalorien, deswegen ist diese Mischung auch so hardcore-mäßig böse. Ein Glas Pesto, 190 Gramm, hat 436 Kalorien. Der Mann meinte zumindest, er hat mir 350 Gramm reingemacht. Mal gucken, ob ich mich gescampt habe. Das sind 390, aber das Plastikding wiegt ja auch was. Also gehen wir mal runter auf 350. Das heißt, wir haben 436 plus 436. Dann sind wir bei... Hä? Guck das teilweise dann minutenlang an und schmeiß dann das Heft weg. Na, Digga, ey, Mathe. Also, das wären dann 2748 Kalorien. Also mischen wir dieses goldene Pesto hier raus. Das ist nicht so cremig, leider. Mische ich jetzt gut, damit es hoffentlich auch richtig in die Nudeln reingeht. Sieh, das Ding ist leer. Ich schwimme jetzt einfach in diesem geilen Pesto. Aber das war's noch nicht, Leute. Ich will's noch mehr verfeinern. Aber heute darf ich ja endlich mal. Ich habe mir noch bei diesem geilen Italiener einen richtig geilen Käse geholt. Und zwar ein fettes Stück Parmesan-Käse. Parmesan hat pro 100 Gramm 431 Kalorien. Wow. Boah, das Ganze liegt 432. Ich mach mal die Hälfte. Das Stück dann hier 223. Und das reibe ich mir jetzt schön in meine Nudeln. Würdet ihr eigentlich von euch behaupten, ihr seid fett? Ich bin absolut nicht übergewichtig. Keine Sorge, das ändern wir heute. Ich muss ja richtig für mein Essen hier kämpfen. So Käse abreiben ist echt anstrengend. Und jetzt den ganzen Käse irgendwie unterrühren. Oh, das ist aber auch ein Käsebär. Und weißt du was, ApoRed? Du hast die Ehre, mein Essen zu beschreiben. Oh, vertrau mir, der kommt sehr, sehr böse, sehr lecker, aber auch sehr, sehr gefährlich. Der heißt Woman Red, Freunde. Und vertraut mir, auch mit dieser Erdbeere, so auf fruchtig-schmuchtig, der kommt auf dieses ganz Süße. Jetzt bin ich aber gespannt, Leute, ob ich einfach so wahnsinnig übertrieben habe oder es jetzt super, super geil schmeckt. Das schmeckt eigentlich nur nach Käse. Was ist das? Leute, okay, ich hab's übertrieben. Ich hab's verdammt nochmal übertrieben. Ich wollte zwar den Genuss, aber ich habe natürlich auch ein bisschen an Kalorien gedacht. Pesto, am wohlesten beim Italiener, ist frisches. Ist es zwar lecker, ich schwöre, dieses Barilla-Pesto für 3 Euro ist halt irgendwie immer noch besser. Ich schmecke nichts von der Nudel und ich schmecke nicht viel von Pesto. Ich schmecke hardcore-mäßig. Nur Parmesan-Käse. Wir haben hier einfach 3600 Kalorien drin. Dann wären wir fast bei 5000 schon. Und wenn ihr selber mal nachrechnet, waren es sogar mehr Kalorien. Aber dafür war es zum Beispiel bei dem und dem vielleicht ein bisschen weniger. Ich nehme die Challenge auf jeden Fall ernst, versteht mich nicht falsch. Aber ich wollte mehr das Genießen in den Vordergrund stellen, anstatt jetzt als Hardcore jeden einzelnen Kalorien zu zählen. Aber trotzdem kommen wir am Ende auf ein geiles Ergebnis. Das kann ich euch mal versprechen. Ich würde es nicht weiterempfehlen, weil klar, es schmeckt nur nach Käse, aber da kann ich gleich in den Käse einfach reinbeißen. Ein bisschen weniger Nudeln, 200 Gramm und eine halbe Pesto-Packung. Das ist wirklich ein besseres Erlebnis als das, was ich gerade hier habe. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Übertreibe ich gerade nicht ein bisschen? Ich meine, ich wiege über 100 Kilo. Geht da wirklich noch mehr? 2 Kilo. Sind doch noch drin, oder? Das ist kein Genuss. Schmeckt eigentlich nur nach Fett und Käse. Ich sag's ungern. Echt nicht so lecker. Oh, ich hab übertrieben, nein. Dann habe ich probiert weiter zu essen, aber irgendwie habe ich gedacht, oh nee,
ja, dieses Öl, dieses Fett. Ach nee, ey, boah. Es schmeckt halt einfach nur nach Olivenöl. Boah, nee, es macht gar keinen Bock. Und dann dachte ich mir, nee, Digga, eigentlich will ich nicht weiter essen. Ich will nicht weiter essen. Und dann dachte ich mir einfach, ey, weißt du was, halt einmal. Zieh die Scheiße jetzt durch, du brauchst die Kalorien. Nee. Du kannst nicht einfach aufgeben. Was habe ich hier veranstaltet? Ich rede von Genuss. Dann wollte ich aber unbedingt Kalorien natürlich. Ja, hier unten ist nur Fett, ey. Boah, war echt nur noch Olivenöl trinken gefühlt. Ich hab's übertrieben, es tut mir leid. Wie viele Kalorien bleibt aber jetzt hängen? Wir gehen auf jeden Fall ein bisschen runter. Von 3600 Kalorien sagen wir auf 2650 Kalorien. Plus das Frühstück sind wir dann bei 4000 Kalorien. Aus dem Grund, Leute, ich habe ja nicht ganz aufgegessen. Da war ja noch ein bisschen was übrig und das habe ich dann einfach abgezogen. Ich will euch aber auch nicht anlügen, Leute. Ihr kriegt doch meine ehrliche Emotion. Wie fühle ich mich dabei, jetzt seit fast 5 Stunden um Kalorien zu essen? Eigentlich an sich habe ich mich gar nicht so schlecht gefühlt. Aber diese Nudeln gerade. Ich lag gerade echt zu Hause im Bett und musste erst mal ein bisschen klarkommen. Gott, ich hoffe, ich habe mir Nudelpesto nicht versaut. Wenn ich jetzt nur an Nudelpesto denke, habe ich schon so ein bisschen Ekel. Das nächste Essen, auf was ich Lust habe, ist sehr kalorienhaltig. Und das kann eigentlich nicht schief gehen. Ich stehe hier vor Penny und hole mir die leckeren Nugget-Bits. Wie lange bin ich jetzt eigentlich schon vegan? 5 Sekunden. Boah. Faust auf Veganismus. Oh ja, die lasse ich mir nicht nehmen. Er kennt sie nicht von euch, Leute. Die heiligen Nugget. Liebe diese Kelloggs. Es ist eine Kindheitserinnerung. Also vieles, was ich esse heute, merkt ihr auch, hat irgendwas mit Nostalgie oder sonst was zu tun. Weil ich finde, Essen ist wie Musik. Und das ist jetzt nicht so ein Sprichwort über Monte mit Frauen so wie wirklich so, wenn du zum Beispiel ein Lied hörst von 2018. Bei mir war es zum Beispiel Nemo, heute mit mir ist das, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich das Lied höre, denke ich an so ein Mädchen, das hieß Berna. Und die habe ich damals gekorbt. Also ich habe ihr meine Nummer gegeben, aber die hat nie zurückgerufen. Die haben Handyverbot in der Grundschule. Aber Essen ist ja auch so. Zum Beispiel Nudeln verbinde ich meiner fetten Zahl. Die Nugget Bits, oh Gott, die habe ich als Kind immer gegessen. Ich bin auch gut ausgerüstet. Ich meine, ich bin ein Esstier-Fetzer. Deswegen habe ich eine Schüssel dabei. Und natürlich zum Wiegen die Waage. 100 Gramm Nugget Bits. 478 Kalorien. Ich habe 100 Gramm davon. Damals habe ich mir gefühlt die halbe Packung gemacht. Das sind 100 Gramm. Oh mein Gott, ich war ein fettes Kind. Ja, glaube ich auch. Das ist ja nicht meine Hand. Oh, ey, das ist ja traurig. Ich sag's euch ja, fett sein, das ist ein Beruf. Das wird man nicht von heute auf morgen. Das ist eigentlich so wenig. Oh, hörst du gar nicht, wie das Nugget-Bits sind? Kleine Schokotaschen mit einer Nuss-Nougat. Erfüllung. Und ich weiß noch immer zum Zocken. Damals, Mädchen 2. Das war mein absolutes Hardcore-Lieblingsspiel. Da habe ich mir morgens immer so eine Nugget-Bits gegönnt. Das war nicht 100 Gramm, das war immer viel mehr. Die letzten Teile. Kann ich endlich das machen, was ich euch zeigen will? Diese Restmilch auch zu trinken. Wie so ein Tellerboden, ein Glas Milch. Türchen. Wieder 500 Kalorien auf unser Konto. Gleichzeitig aber auch echt mal wieder einen geilen Genuss gehabt. Das hat echt gut getan. Jetzt sind wir aber auch schon bei 80 Euro Spenden. Weil pro 1000 Kalorien gibt es ja 20 Euro die Welthungerhilfe. Und ich bin scheiße, sag ich nicht anlügen. Boah, Junge, knallt das rein. Ey, ich muss ein paar Schritte gehen, damit ich wieder Hunger kriege. Oh, mein Freund, du gehst aber diesmal jetzt rein. Oh ja. Und ab in die Hölle mit dir. Ich brauche wieder meine 100 Gramm. Oh, yeah. Digga, ich brauche den Stopp. 106. Schmeckt halt einfach so geil. Schnallst die rein und du spürst richtig, du stirbst ehrlich. Genau wie so eine Challenge gemacht. Und ich einfach irgendwo im Nichts sitze und genüsslich meine Nugget-Bits esse. Falls ihr euch fragt, warum, einen kleinen Löffel. Genießer wissen natürlich. Und einen kleinen Löffel kriegst du auch weniger auf dem Löffel. Das heißt, du kannst mehr essen. Todesmart. Jetzt wurde ich gierig. Wenn ich das aufgegessen habe, dann sind wir schon bei stolzen 5000 Kalorien. Ich esse eigentlich genau die Sachen, die man nicht essen sollte bei einer Kalorien-Challenge. Nudeln oder auch Gebäck und so, das ist alles furchtbar, wenn man viele Kalorien essen will, weil beides sättigt unnormal und das spüre ich. Als ich gesagt habe, ich möchte auch Genusssachen essen, wie die Nugget-Bits jetzt zum Beispiel, macht es richtig Spaß zu futtern. Die letzten drei für den 5000. Ja. Und ich weiß, einige von euch machen sich Sorgen bei diesen ganzen Challenges, weil ich ja Krebs hatte. Aber keine Sorge, ich habe meinem Arzt geredet. Der hat mir versichert, dass ich fett bin. Da hat der Arzt auf jeden Fall recht. Leute, Notfall. Und zwar, ich sag's ungern, ich will euch nicht den Appetit versauen, aber irgendwie durch die ganze Milch, die ich gerade konsumiert habe, und diese ganzen Nudeln, die kombinieren sich gerade alle in meinen Magen und ich muss unfassbar auf Toilette. Ich rede nicht davon. Ja, halt einmal, Oli, wisst genau, wovon ich rede. Ach du Heilige, ich muss nach Hause. Oh Leute, das ist so eine Kacksituation. Ja, geiles Wortspiel, aber ey, Mann, ich brauche noch so lange nach Hause. Scheiße! Alter, oh Mann! Boah, ich will euch nicht anlügen, Leute. Das war echt nicht so schön. Jeder von euch wahrscheinlich kennt das, dieser panische Schiss. Oh, der ist echt nicht geil, wenn man nach Hause noch rennen muss und so. Das war furchtbar. Aber in Hamburg ist gerade der Dom. Das könnt ihr euch einmal vorstellen wie eine Kirmes. Und da ist halt Riesenrad und alles geht ab und bla bla bla. Allerdings gibt es da Schmalzgebäck. Und Schmalzgebäck ist verdammte Scheiße lecker und hat wahnsinnig viele Kalorien. Und es gibt sogar noch eine Special Edition davon. Jetzt bin ich ganz kurz auf dem Dom für euch, nur um zu der Bäckerei dazu gehen. Digga, ey, so eine Kacke würde ich niemals machen. Dafür viel zu kleine Eier. Oh. Obwohl ich schon echt gut voll bin. Schmalzgebäck war immer so eine absolute Pflicht auf dem Dom. Aber das mit Nutella ist eine Neuheit. Und während die Leute im Hintergrund gerade sterben, esse ich in Ruhe mein Schmalzgebäck. Mann, das sieht doch schrecklich aus.
Falls ihr Schmalzgebäck gar nicht kennt, ich glaube, es gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt. Sie ist das ja einfach nur Hefeteig frittiert mit Puderzucker und Nutella. Mmh. Man merkt das schon, an den frittierten, dadurch kommen die ganzen Kalorien, aber auch der Geschmack. Das ist unfassbar lecker. Und 100 Gramm davon haben ungefähr 350 Kalorien. Dazu kommt aber noch Puderzucker und Nutella. Da hat die ungefähr 500 Kalorien. Mmh. Genau so ein Essen, was sich brutal satt macht. Mmh. Eigentlich brauchen wir das nicht, aber es ist so lecker. Ich meine, guck dir mal an, wie lecker die Nutella auf diesem Gebäck einfach schmilzt. Und in meinen Mundband. Oh Gott. Das ist zwar alles Genuss und lecker. Ich bin satt. Trotzdem haben wir noch Zeit. Und wenn ich das weggehauen habe, zeige ich euch die Zeit. Mmh. Ja, komm, die letzten vier. Ist das zufällig eine Waffel? Kann man die essen? Ja, komm mal. Fettsack. Oh Leute, die Challenge erschwert sich gerade, weil ich schon wieder auf Toilette muss. Ey, das ist jetzt eine Sache, die ich nicht geplant habe. Weil das kostet so viel Zeit, jetzt kurz nach Hause zurückzufahren und wieder auf Toilette zu... Oh. Und das Blöde ist, das sind halt diese panischen Merzen, wo du weißt, die Toilette wird gleich explodieren. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Wer bist du denn? Okay, Leute, das ist wirklich eine unbekannte Komponente. Die habe ich nie mit einberechnet. Problem ist, ich esse was und plötzlich aus dem Nichts mein Magen so... Ich sage, es liegt an Nudeln. Ich sage, es liegt an diesen scheiß Nudeln. Digga, ich liebe die. Die werden mir so zum Verhängnis, oder was? Trauen sie alle gleich. An sich, wir sind bei 5500 Kalorien. Es ist 22:44 Uhr. Wir haben noch über 1,5 Stunden Zeit. Ich bin fast 25.000 Schritte gegangen. Da wäre wirklich mehr drin gewesen. Aber wie denn, wenn du ständig hardcore-mäßig ständig nach Hause rennen musst? Deswegen, wenn man eine Kalorien-Challenge macht, nimmt man doch eigentlich nicht solche Sachen. Aber ich wollte die Genuss-Edition machen. Aber jetzt habe ich was gefunden im Supermarkt. Das hat mich völlig überrascht. Sort Monte. Die gibt's jetzt einfach im Megapack. Wir machen den mal auf. Steht deine PS4. Meine PS4 ist in der PlayStation verbaut, Digga. Gott, ich hab den immer so geliebt in meiner Kindheit. Diese weiße, geile Creme. Unten lauert noch diese Schoki. Aber mir sind die Augen rausgefallen bei den Kalorienwerten. Das Ding wiegt 400 Gramm. Du hast pro 100 Gramm 181 Kalorien. Wenn du das jetzt hochrechnest, f von x gleich, hast du pro Becher 724 Kalorien. Was? Was? Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, boah, geil, für die Challenge. Gleichzeitig dachte ich mir, Junge, Junge, Junge. Ich bin hier. Ich bin absoluter Pudding-Junge. Und hab Monte immer geliebt. Danke dir mal besser. Boah, da geht gut rein. Habt ihr auch immer das Weiße gegessen? Und dann die Schoki, damit ihr mehr davon habt. Deswegen sage ich auch, ich bin eher so der Wettesser. Da hast du kurz und schnell das kurz gefressen. Zieht sich das und geht das. Aber wir schaffen noch was, wir schaffen noch was. Keine Sorge, Schweine. Burger, ich mag eigentlich keine Burger. Ich esse keine Burger. Ich mag die eigentlich nicht. Es gibt schon mal selten welche, dass ich welche esse. Aber im Normalfall, ich liebe Cheeseburger. Hast ja aber alle anderen Burger. Boah, gefühlt kurz ein Aussetzer gehabt. Nicht mehr viel übrig vom ersten Becher. Geht ja auch gut schnell weg. Komm. Oh, Digga, soll ich den leer saugen oder was? Mm. Und jetzt leck mich. Mm. Nein! Na, ich bin so ein Kleckerhase. Aber gut, der erste ist weg. Ah. Boah, Leute, wir sind jetzt schon bei über 6000 Kalorien. Und wisst ihr was? Ich mach grad gefühlt alles satt, ne? Aber komm, wirf mir noch einen Zott Monte rüber. Hier, nimm du Schwein. Oh, wieder ein Big Pack. Wieder 700 Kalorien. Oh, diese Musik immer. Geht's irgendwie aus? Nee. Oh. Aber wenn ich das nicht weghaue, sind wir bei ungefähr 7000 Kalorien. Ich runde ein bisschen auf oder rum und ab. Und wir haben immer noch Zeit. 7000 Kalorien sind es einfach schon 140 Euro. Die Welthungerhilfe. Dazu kommt, dass mein Magen immer weiter wächst und wächst. Boah, ich habe Angst vor der Waage. Magen bläht sich auch immer so auf, wenn ich so extrem viel esse. Wisst ihr, was der Fehler gerade ist? Ich bin zu Hause. Ich muss eigentlich wieder rausgehen. Ich muss wieder Schritte gehen, damit ich schneller verdaue. Ich habe ein bisschen Angst rauszugehen, weil ich gehe raus. Ich muss gefühlt direkt wieder auf Toilette. Komm, 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 ich will 7000. Wir müssen raus. Wir müssen auf die Streets. Damit startet die letzte Stunde. Alter, bin ich satt. Ich platz gerade wirklich aus jeder Ecke. Ich bin noch nicht am Ende. Ich bin noch nicht am Aufgeben. So wie ihr mich kennt. Ja, es sollte ein Genuss sein, aber jetzt habe ich auch ein bisschen Bock, noch einfach durchzuziehen. Sage ich, während ich gefühlt fast komme. Aber da geht noch was, Leute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich habe noch eine dicke Überraschung für euch. Da bin ich kurz mal draußen, gehe ein paar Schritte, um die Verdauung anzuregen, damit ich noch mehr essen noch kann. Ja, direkt mein Magen sagt mir, du musst schon wieder auf Klo. Nein, ich... Du hältst das jetzt mal aus? Das kann nicht wahr sein, Leute, das kann wirklich nicht wahr sein. Jetzt halte ich es nicht mehr aus, ich muss jetzt wieder zurück. Hey, Digga, was ist das denn? Ich wollte doch erst gerade noch die Überraschung euch zeigen. Da will jemand nicht, Leute, da will mir jemand die Kalorien nicht gönnen. Ja. Sorry. Nein, ich glaube, mein Körper sagt mir einfach, ey, es ist genug. Körper, du schaffst das. Es gibt ein Eis, das hat mich früher einfach nur glücklich gemacht. Nur darf ich es mir auch nicht immer gönnen. Es war ein herrleckeres Ben & Jerry. Gott, ich liebe diese Eismarke. Chocolate Hazel Ice Cream with Brownie Pieces. Sea Salt Chocolate Swirls. Hätte ich das nicht lecker. Das ganze Ding hier hat einfach 1200 Kalorien. Und ich habe davon früher teilweise jeden Tag zwei Stücke gegessen. Ich wollte Jesus sehen. Heiß, ich habe es in den Kühlschrank gestellt. Oh. Ich muss halt sagen, flüssige Kalorien zählen in der Regel nicht. Das Ding kann man aber, glaube ich, noch essen, oder? Oh, Schoki. Ah, muss aber sagen, ist schon sehr flüssig, also auch ein bisschen unfair. Mm, oh Gott. Boah, ist das lecker.
natürlich leichter, Flüssigkalorien reinzuknallen als festere. Aber Mutter, ist das lecker. Das ist schon eine Art Schummel. Aber das ist zu flüssig. Das habe ich jetzt ein bisschen verschissen. Du darfst nicht eigentlich so flüssige Kalorien essen. Eine Kalorien-Challenge. Weil könntest du gleich alles mit Mixer tun. Trotz 10.000 Kalorien essen, das zählt halt nicht. Ihr müsst schon fest sein. Sagen wir einfach mal, das sind 200, 300 Kalorien. Ich habe über 7.000 Kalorien in 10 Stunden ungefähr gegessen. Mein Körper knallt eh noch alles wieder raus. Das ist ja auch einfach kein Genuss mehr, sondern einfach nur noch ungesund. Wiege nach dem Video, oh, stolze 3 Kilo mehr. Insgesamt waren es auch 26.000 Schritte. Ja, gefühlt war ich die Hälfte der Zeit nur auf Klo. Fühle mich aber auch wirklich sehr schwummrig, habe gefühlt einen Zuckerschock, bin so satt. Die Kalorien-Challenge ist immer zerren, so asozial in den Kräften. Das Schöne ist aber, dass ich über 7.000 Kalorien gegessen habe. Geht 140 Euro an die Welthungerhilfe. Also mal gucken, wie viel davon wirklich hängen bleibt. Ich hoffe, diese Genuss-Kalorien-Challenge hat euch mal in der Form gefallen. Ihr lasst ein Like da, ein Abo auf den Kanal, falls ihr nicht da gelassen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boah, mein Bauch ist völlig aufgeplatzt. Ich kann mich wirklich kaum bewegen.